Also die Testung auf das neue Coronavirus findet im Institut für medizinische Virologie statt. Dort wurde der Test etabliert, sodass wir jetzt auch hier vor Ort die Möglichkeit haben, Patienten, falls es notwendig wird, schnell und umfangreich zu testen, sodass dann kein Probenversand mehr nach Berlin oder Stuttgart notwendig ist und das Ergebnis wirklich schnell vorliegt bei uns. Ja, soweit man weiß und soweit man die Daten, die uns bislang zur Verfügung stehen, interpretieren kann, ist es ganz ähnlich wie bei der Influenza, also wie bei der normalen Grippe. Auch hier sind es vor allen Dingen ältere Personen, Personen, die immunsupprimiert sind und Personen mit Vorerkrankungen, vor allen Dingen natürlich Vorerkrankungen der Lunge, die besonders gefährdet zu sein scheinen, dann auch an einer schweren Form der Infektion zu erkranken. Ja, ich glaube, man muss zwei Sachen sehen. Das eine ist, dass diese Form von Infektionskontrolle gerade auf nationaler und internationaler Ebene nicht immer ganz rationell erfolgt. Wir haben noch sehr wenig Erfahrung mit diesem neuen Coronavirus. Wir wissen noch nicht, wie wir das einzuordnen haben, eben auch im Vergleich zu anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel der Influenza, die uns ja jedes Jahr wieder heimsucht. Das ist das eine. Und das andere ist, denke ich, dass es sehr wohl darauf ankommt, inwieweit man Infektionsketten tatsächlich nachverfolgen kann. Das ist in Deutschland im Moment noch sehr stark der Fall. Ja, wir wissen sozusagen, wo jede Infektion herkommt. Das ist in anderen Ländern und jetzt auch in Italien schon etwas anders. Dort gibt es eben auch Fälle, die sich gezeigt haben, ohne dass es eben einen definierten Kontakt zu einem bereits Erkrankten, zu einer bereits erkrankten Person gab. Nein, unsere Patienten und Angehörigen müssen sich keine Sorgen machen. Wie gesagt, die Patienten sind gut versorgt, sie sind isoliert auf unserer Infektionsstation. Ja, damit ist gewährleistet, dass das Virus nicht übertreten kann auf andere Personen, die sich hier im Klinikum befinden. Man kann das tatsächlich vergleichen mit der Grippe. Wir versorgen hier zurzeit auch viele Influenza-erkrankte Patientinnen und Patienten. Und auch hier ist es so, dass, wenn alle hygienischen Kautelen eingehalten werden, keine Ansteckung innerhalb des Klinikums, egal von welcher Person, zu befürchten ist. Nein, ich würde keine Hamsterkäufe im Supermarkt empfehlen, aus dem Grund, dass im Moment wirklich noch sehr vereinzelt Fälle aufgetreten sind, sowohl hier in Baden-Württemberg als auch in ganz Deutschland. Wenn man wiederum den Vergleich macht mit der Influenza, dann würde ich mir darüber sehr viel mehr Sorgen machen.